Golfen und dabei über wirtschaftliche Themen reden. Das gibt's heute bei der Women's Business Lounge. Auf eine gemütliche Runde Golf folgt ein hochkarätiger Wirtschaftstalk mit dem Titel Die neue Welt der Arbeit. Golf und wirtschaftlicher Austausch, was macht dieses Event heute so besonders? Bei keinem anderen Sport haben Sie die Möglichkeit, Ihr Gegenüber so gut kennenzulernen wie bei Golf. Und jetzt in diesem Fall haben wir 40 Damen, die da zu viert oft über den Platz wandern und 2 Stunden lang sich wirklich kennenlernen können. 2017 haben Sie die Women Business Lounge erfolgreich erstmalig veranstaltet. Dann kam ja die Pandemie und heute heißt es Hello Again. Haben Sie Bauchweh vor dem Restart? Nein, hatten wir nicht wirklich, weil es war sehr schön, dass in der Pause von der Women's Business Lounge ganz viele Teilnehmerinnen, die schon 2017 auch dabei waren und anschließend bis 2020, immer wieder danach gefragt haben nach dem Format. Und ja, das Format hat sich bewährt und wir freuen uns, dass es so viel Anklang gefunden hat. Heute wird Golf gespielt, es wird sich über wirtschaftliche Themen ausgetauscht. Wie passt das zusammen? Heute geht es um Leistung. Was ist Golf? Leistung. Es geht um mentale Gesundheit, das brauchen wir alle. Wir brauchen den Ausgleich, damit wir auch performen können. Also was gibt es nicht Herrlicheres, als sich zu treffen, gemeinsam Bewegung zu machen und dann über Wirtschaft zu diskutieren. Wie wichtig sind denn Frauennetzwerke für den beruflichen Erfolg? Ich bin Personalmanagerin, seit über 25 Jahren auch Business Coach und Mentorin und es ist gerade für die Karriere von Frauen und ich durfte viele dieser Frauen begleiten in meiner Rolle und meiner Funktion und dieser Austausch und auch dieses Vernetzen, ja, ist sehr, sehr wichtig, weil einfach hier mal inspiriert wird, weil man hier auch Kontakte bekommt. Ich finde es einfach wahnsinnig toll, wenn tolle Frauen oder Frauen in verschiedensten Berufen sich zusammenfügen und dann zusammen zu einem Business worken. Und Frauenpower in der heutigen Zeit ist ganz wichtig. Was sind denn so Ihre Top 3 Ratschläge, die Sie Frauen gerne mitgeben würden? Glaub an dich, behalte immer deine Sichtweisen und vertrete deine Rolle als Frau in den Organisationen und schaffe Netzwerke in den Organisationen selbst. Wie schaut denn die Arbeitswelt der Zukunft aus? Ja, die Arbeitswelt hat sich natürlich sehr verändert nach Covid. Also es gibt auch mit diesen Homeoffice und mit den Hybridarbeiten natürlich Anforderungen auch an die Unternehmen, weiterhin Sorge zu tragen, dass die Unternehmenskultur nicht verloren geht und trotzdem die Freiheit den Mitarbeitern zu geben, auch dort zu arbeiten, wo es auch sinnvoll macht und nicht nur jeden Tag ins Büro zu kommen. Was zeichnet denn ein gutes Frauennetzwerk aus? Loyalität und Hilfsbereitschaft, das ist Ehrlichkeit, also auch offen dann miteinander die Themen zu diskutieren, damit man auch was davon hat. Ja, und dann auch miteinander, aber glaube ich, so sich auch miteinander feiern können, Erfolge miteinander feiern können. Also Netzwerke sind auf jeden Fall sehr wichtig, Frauennetzwerke auch, sehr wohl ich aber auch für gemischte Netzwerke bin, weil die Welt besteht einmal aus Mann und Frau. Aber so Frauennetzwerke sind schon sehr spannend und es ist unglaublich, wie viele tolle Frauen es gibt, die dann hier zusammenkommen, dass man oft gar nicht weiß, weil die oft sich verstecken. Die Stärke eines Unternehmens ist es, wenn man eine sehr bunte Mannschaft hat, weil wenn ich Verantwortung sage, bitte, ihr tragt mit mir diese Verantwortung für dieses große Schiff der Raiffeisen Regionalbank Mödling zu steuern, dann braucht es viele Ideen, dann braucht es viele Gedanken, dann braucht es vieles, ach, ich möchte auf das hinweisen. Und je bunter und je vielfältiger, desto erfolgreicher wird jedes Unternehmen sein. Was zeichnet denn die Frauenhäuser in Österreich aus und warum sind sie immer noch so wichtig? Wenn die Exekutive eintritt und uns dann anruft oder beziehungsweise die Geschäftsführung dann anruft und sagt, also wir würden dringend einen Platz benötigen, dann sind genau diese Einrichtungen sehr, sehr wichtig. Leider Gottes haben wir in Niederösterreich nur 6 Frauenhäuser zur Verfügung, das eindeutig, wenn man bedenkt, wie groß Niederösterreich ist, noch immer zu wenig ist. Das Frauenhaus, wo ich vorstehen darf, ist das älteste Frauenhaus von Niederösterreich und natürlich ist das Frauenhaus auch in die Jahre gekommen. Wir brauchen immer wieder Unterstützung und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf und dass hier diese tollen Frauen dieses Projekt wieder unterstützen.